lecker. Oh, cool. Was Stab der Verschwendung? Level 7 der Waffe? Okay. Oh. Oh, General Verwirrung, den haben wir jetzt auch als Freund. Den brauchst du angesprochen, nicht? Stab der Verschwendung. Das Ziel beginnt zu kotzen und kann nicht geheilt werden. Oh, das ist geil. Nehmen wir auch grad. Her damit. Okay. Ein Alien-Anzug, der jetzt an Schilder zwei Treffer zu Beginn eines Kampfes blockt. Na, dann nehmen wir, bleiben wir lieber beim Druidenanzug. Was haben wir hier? Ein Alufolienhut. 6 Rüstungen, schwanische Angriffe, Schaden von Aliens. Na, dann würde ich lieber das hier beibehalten. Okay, schade. Das, ich habe gemeint, dass wir gute Sachen kriegen. Du hältst 1 MP, wenn du Schaden blockst. Ja, das nehme ich. Perfekt. Beigastperücke. Na, oh, bleiben wir lieber da. Okay, was haben wir hier noch? Eine Strahlenwaffe. Trifft eine ganze Reihe Feinde an. Perfekte Angriffe. Schwächt die Schild um 5. Oh, jawoll. Das hört sich doch schon mal sehr gut an. Diese Scheiß-Nuggets. Oh, klasse. Noch eine von denen. Ja, und tritt natürlich als allererstes zu, der Sack. Hey, this is my spot. Der dreckige kleine Bastard hast du ja Tage auch nicht schischt. Das hat jetzt überhaupt nichts gebracht, aber gut. Passt schon. Oh! Verwandelt sich ein bisschen eine Fessel an zufällig verheerenden Angriff. Warum nicht? Give me some change, goddammit. Let's see how you like dealing with me. Okay, was haben wir hier? Genau. Kamehameha, ne? Okay, das hat Butters natürlich zu hauen jetzt. Okay, das kann jetzt, glaube ich, ziemlich knapp werden, aber wir geben unser Bestes, dass es uns nicht umhaut. Jawoll, friss das, du blöde Ratte. Bam! Okay, ich glaube, ja, wir sollten bald das Video wieder leben. Wäre vielleicht eine gute Alternative hier. Oh, stimmt, wir können nochmal ballen. Gut, Badass, tu deine Pflicht. Badass ist echt geil, ey. Also, ich muss sagen, ich sage als Kumpane. Das erwähnt, glaube ich, viel zu oft. Aber egal, was soll's. Jawohl, noch ein Penner weg. Und jetzt down mit dir, Bruder. Hau ab. Ah, ne, der ist leider nur angewidert. Schade. Aber jetzt bist du weg. Das war's. Ja. So, das haben wir jetzt auch schon mal gepackt. Obdachlosencamp haben wir wieder umgesiedelt. Wunderbar. Brauchen wir den jetzt eigentlich noch? Ich weiß es nicht, das war auch nicht egal. So, okay. Gut, da kommen wir wieder hoch. Ich weiß jetzt überhaupt nicht gerade, was wir hier treiben sollen, beziehungsweise wo wir sind, aber das finden wir schon heraus. Okay. Da geht's nicht weiter. Aber hier. Ha. Leute, ich stehe gerade voll auf dem Schlauch, aber was soll's? Ah, okay. Okay. Also ich wollte ja eigentlich nur hier runter, um wirklich die großen Jagddinge da wegzumachen. Aber irgendwie schon mir da überhaupt nicht voran. Oh, das ist schon wieder so einer. Und tschüss. Ja, genau. Das war nicht nice, Alter. Herr Hausdame, auf uns erstmal rein. Hey, die Penne, die hauen aber auch da rein. Oh shit, wir bluten.
Und noch so eine Schulratte. Ja gut, erstmal den, da hat nämlich genug von der Abwehr. Jawohl. Nimm das, du Penne. So, was euch betrifft. Das bringt leider nichts. Das ist wieder mal typisch. Ich weiß jetzt zwar damit die Ratte erledigen können, aber naja. Auf der anderen Seite ist doch vielleicht ein Fehler. Hey, warte, das macht mich schon verrückt. Ja, die Ratte hat es wenigstens hauen, okay. Gut, Butters, nimm einen kleinen Gesundheitstrank für dich. Und jetzt prügel dem Penne die Scheiße aus dem Leib. Nee, nee, nichts, komm on, alle. Na, super. Gut, da hilft nur eins, wir rächen ihn. Drauf. Lass den Blut spritzen. Perfekt. So, wieder ein Obdachlosen weniger. Ich habe das Gefühl, die meisten die sind hier unten in der Kanalisation, so wie es aussieht. Huh? Okay, den haben wir auch zerlegt. Also wir haben nur eine von diesen Scheißkindern gefunden, das ist schon mal klar. Jetzt ist allerdings nur die Frage, wo die anderen sind und den einen haben wir auch nicht geholt. Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade rumrennen. Eine Damien-Perücke, okay. Was ist das? Riesenfledermaus, Riesenfledermaus, okay. Schilder haben sie nicht viel. Ah, das sieht doch schon mal nach einer kleinen, schönen Trainingslektion aus hier. Und wir haben die Krebsmenschen gefunden, habe ich auch festgestellt. Gut. Bam! Oh, da haben zwei getroffen mit Scheiße. Naja. Ja, weil der Rasen ist der Arsch auf hier. Okay, die ist angewidert. Gut, Buddes, dann machst du den hier platt. Zack. Ja, boah. Ich find's mega, wie die mal zermanscht, ey. So. Damit wird es ja auch schon mal geregelt. Wunderbar. Die Krebsmenschen, ey. Okay, da können wir leider nicht durch. Okay, ich will jetzt aber auch nicht unnötig herumkämpfen. Gut, den Weg haben wir freigelegt. Opa Vampir mit Perücke, okay. Kopfschädel, Exoskelett. Oh, nehmen wir mal alles. Okay. Was Blut? Ah, verstehe. Gut, dann bin ich mal gespannt, was das Vieh so drauf hat. So. Ein Flughund. Das ist auch einer unserer Questgegenstände, was Jimbo angeht mit seiner Jagd. Dann geben wir dem Vieh mal richtig Feuer. Ich bin mal gespannt, ob es sich gut so übersetzen kann. Bam! Naja, viel aushalten tut es hier anscheinend nicht. Nö, das gibt eine schnelle Runde, glaube ich. Oh, verdammt, nicht achtgegeben. Jawoll. Gut, die Fledermaus ist angewidert, also ich habe mir es eigentlich schwerer vorgestellt. Naja. Die ist ja gleich schon am Arsch.
Stopp! Boah! Oh, I wanted to show mercy. Okay. Das ist ein scharfer Zahn, fällt bestimmt mal krank. Gut, damit haben wir den hier schon mal besiegt. Das ist schon mal eine Sache weniger. Die Krebsmenschen kommen wir leider noch nicht dran. Oh, Taule, gehen wir auf die Eier. Stay out of the Lost Forest. Sure, it's got treasure, but they say there's no way out. Oh, das passt schon. So, das haben wir jetzt auch geschafft. Was machen wir jetzt als nächstes? Gut, ich würde mal sagen, dann tun wir eigentlich mal die Quest erfüllen, die uns eigentlich aufgetragen worden ist. Rekrutiere die Godskiss. In der Schule. Jetzt muss ich kurz mal überlegen, wo die Schule war, aber ich glaube, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Was ist das Park KZ? Jawohl. Ne, das ist in der KZ. Organisation KZ. Sorry Leute, ich muss da nochmal rein. Ich glaube nicht, dass in der Kanalisation war. Ich gehe von aus sogar, dass die da in dem Gebäude ist. Sorry Leute. Sad, Jesus at the church. Ja, schon auch gefunden. Er hat sich versteckt. Hinter den Garnituren. So. Nee, doch nicht. Okay, gut. Dann hat sich das sowieso erstmal erledigt fürs erste Mal. Die holen wir uns noch. Okay. Erstmal in die Schule. Die Schule war da hinten irgendwo. Ja, genau. Stimmt, die Godskiss waren da im Hinterhof. So. Und? Who's that? I think it's that new kid people are talking about. Beat it, new kid. This area is strictly for goth kids. What's this? Join the Kingdom of Koopa Keep to battle the wicked elves. All recruits welcome. Sorry, Frodo. We don't play Dungeons and Douchebags. Yeah, beat it, new kid. Oh, come on. Let's do it. We never do anything. No way. We can't do what this kid asks us to do. He's a conformist. Look at his clothes and his hair. Yeah, tell you what, new kid. Get the right clothes and some cigarettes and coffee and then talk to us again. Yeah, if you want to prove you aren't a conformist, then you need to look exactly like we do. Then maybe we'll consider hanging out with you. Oh, man. Okay. Die machen es uns ja nicht gerade einfach hier. Gut, den Kopf beweisen. Finde Zigaretten, finde Kaffee, finde... Kaufe Kopfkleidung. Kaufe Gottes Handschuh. Boah, ey. Kommt. Okay, also wollen wir Kaffee herkriegen. Ich glaube, das ist eigentlich gar nicht so schwer zu finden. Okay. Ab wieder zu Tweak. Alle, wir machen jedes Mal eine halbe Weltreise mit dem ganzen Laden. Okay. Tokens Haus, Fotodojo. Oh, wohl, da können wir eigentlich auch gleich mal dem blinden Elgor Bescheid sagen, dass wir hier die anderen Sachen hier noch haben, gemacht haben. Wenn wir schon gerade da sind. Alles für den Vizepräsidenten der USA, der sowieso nichts taugt. Nice work. I will let you know of any updates on Manbear Peg. Make sure to share the news on Facebook. I'm super serial. Das kannst du mir denken. Okay. Gut, dann holen wir uns erstmal Kaffee. Kaffee finden wir bei Tweak, denke ich mal. Ich hoffe zumindest. Welcome to my coffee shop. Thanks for helping Tweak out in the back room. Would you like to try some coffee? It's fresh, like a sun-dappled... Okay. Gut. Dann haben wir den schon mal. Einmal. Jetzt brauchen wir allerdings auch Zigaretten. Mal gucken, ob der gute Tweak hinten ist. Aber stimmt, den haben wir rekrutiert. Zigaretten, wo finden wir Zigaretten? Das ist eigentlich eine gute Frage.
Ach du Scheiße. New kid. The Elf King has requested your presence. You can either come quietly or you can fight, but I warn you. Fighting this fight at this point in the game is a complete waste of time and you might as well skip it and just come with us. Ist geil. Komm, wir kämpfen. There is no way you can win and fighting us will be a complete waste of time. Are you sure you want to fight? Ja. Okay, let's get this over with. Das ist totale Zeitverschwendung. Ich will zeigen, was Zeitverschwendung ist. Angry, but I have to smite you. Okay. Zeitverschwendung heißt so viel wie... Ich gebe Schweine. Bam! Zapates. Den Hammer der Stürme brauchen wir. Bam! So, eine wenige. Hey, du willst mit Nein, oder? Boah, du Schwule. This elf is gonna fuck you up. Okay. Wenn sie es so wollen, dann kriegen sie es halt. Und tschüss. Eine Schau weniger. Der Rest ist angebietet. Wunderbar. So, und jetzt können wir schon dich schmuckeln. Bam! Oh, I'm sorry. Von wegen kämpfen ist eine Zeitverschwendung, ey. Ach, ich vergesse es jedes Mal. Schön, dass wir wenigstens fürs Blocken die Sachen kriegen, ey. Jawohl, dein Schild ist weg. Was machst du denn jetzt, hä? Los, Pates. Gib dem alten Feuer. Bam! Na, jetzt blutet er auch noch. Nicht schlecht. Och nee, oder? Okay, Ball ist klar im Arsch. Gut, was machen wir jetzt? Ich glaube, wir schießen jetzt erstmal eine Runde. Scheiße, da hat uns reflektiert. Okay. Boah, Ballis, du kannst manchmal so schwul sein. Okay. Jawohl, zweimal abgenommen. Oh, verdammt. Na gut, es bringt jetzt auch nichts mehr viel. Der eine ist down, jetzt ist der andere hier dran. Stirb, du blöder Elf. Jawoll! So viel zum Thema, der Kampf ist an dieser Stelle zwecklos. Scheiße. Okay, gut. Das war jetzt natürlich auch eine gute Methode. Naja. Hat er uns voll einen reingeballert, ey. So, you're the new kid everyone is talking about. What's your name? He doesn't talk, Elf King. He thinks he's hot shit or something. You're playing for the wrong side, dude. What did Wizard Fatass tell you? That we broke the rules and took the stick last night? He's lying. Cartman is the one you should be fighting against. He's hiding the stick, which is cheating, and acting all betrayed and sad to get you to recruit more people for him. We tracked a Twitter raven who says you are currently trying to recruit the Goths for the Wizard. Go recruit them, but bring them to us. Then we can ransack Cartman's stupid kingdom and get the stick back once and for all. I'm trusting you to do what's right. And kid, if you betray us, we'll tell everyone you're a butthole. Nah. Das ist die größte Strafe, die man geben kann, oder was? Das ist eben zu erzählen, dass man Arschloch ist. Okay, also Stan haben wir als Begleiter freigeschaltet und den Baden. Das wird natürlich eine gute Sache jetzt. Wir machen also eine Art Doppelagent, ja?
Okay. Gut, dann würde ich sagen, oh, wir haben eine Aufwertung und eine neue, okay. Entfernt Buffs von einem Hauptziel verhöhnt alle Gegner, was sie dazu zwingt, dich ohne Spezialfähigkeiten anzugreifen. Das hört sich schon mal gut an. Ich würde aber gerne den Bullen weiter behalten. Den nehmen wir auch. Haben wir eine Vorteile? Ne, leider nicht. Okay, sonst noch etwas? Nein. Schade. Aber ich würde gerne jetzt mal... Achso, ich dachte, ich begleite jetzt. Na gut. You know what every good bard should have? A flute. If I had a flute, I could play fantastic melody. If I only had a flute. My Facebook says the Ranger might be selling one. You know where the Ranch is? I'd love to see if I could buy that flute. Okay. All is lost. My contacts, my maps, my friends list, all taken from me by the She-Ogre. She has no soul. You will help me battle the She-Ogre and reclaim my iPhone? Perhaps you are one to be trusted. Very well. Let us end this. Okay. Die Ogerin. Don't let Cartman use you. Also muss ich dazu sagen, das sieht alles besser aus wie beim Castle Cooper, ey. Nicht schlecht. Also, Stan und den anderen. Für den müssen wir jetzt die Flöte holen, für den anderen müssen wir wahrscheinlich den Ogre hier platt machen. Okay. Any ally of the Elf King is an ally of mine. And my shop is open to you. Oh, das ist schon mal gut. Eine Räuberklinge. Oh. Fügt bei perfekten Angriffen 20% mehr Schaden zu. Ja, ey, das ist doch ein Wort. Wir haben sowieso genug davon. Okay, zurück. Was haben wir denn? Ausrüstung. Spielhandsmagus, 4 Rüstungen, Schwischfansch, Angriff erhöht. 50 TP, wenn dann begleite. Was? Ach du Heilige. Fügt 10 Rüstungen hinzu und Schwischfansch, Angriff als Abwehr erhöht, wenn dann begleite stirbt. Ach, wir kaufen einfach alles. So, was haben wir an Feinheiten? Gibt es eigentlich nichts, was ich haben wollte? Waffenaufsätze, okay, und Kostümflicken. Leider auch nicht. Okay, ein Freund mehr. Oh, neue Vorteile, wo wir ansetzen können. Her damit. Wir nehmen alles. Oh, was haben wir hier? Immer wenn du mit deiner Waffe einen magischen Angriff durchführst, okay. Starte einen Gegenangriff mit deinem Arsch. Erfordert Mana, aber wirkt mehr Schaden als dein Gegenangriff mit Waffen. Deine magischen Angriffe mit deinen Distanzwaffen bewegen. Ja, erstmal das. Gut, das haben wir auch schon mal geklärt. Okay. Was will der schon wieder? Alter, ich hab keinen Bock, jedes Mal ins Menü zu gehen, weil irgend so ein Nachrichten schreibt. Welches so am Müll, ey, schreibt er mich an, unglaublich. Okay. Gut. The humans have raised banners around town, claiming elf territory for their own. So saith the Well of Insight. Plus, it's all over Twitter. The Well says balance can be restored only if a chosen one were to fuck up their banners. Okay. Oh, wir kriegen schon wieder einen Arsch voll Quests, wo wir die ganze Zeit schon wieder rummachen können. Das scheint ja doch interessant zu werden. Don't let Cartman use you. Need my help with anything? Hey, you want to go to the ranch? Maybe I can finally get that flute. Alles klar. Okay, also wir haben schon mal ziemlich viel erreicht in diesem Part jetzt schon. Ich habe jetzt auch langsam echt keinen Bock mehr, muss ich dazu sagen. Jetzt hat das Spielen an sich, aber irgendwann muss ich auch mal dann ins Bett. Oh, ich muss auch noch was finden. Fetzen eines zerrissenen Mantels, okay. Komm, wenn du jetzt schon da bist. No tricks, human. Und ich würde jetzt gerne auch mal wenigstens mal ein bisschen schlafen können. Das ist ganz schön zeitansprechend, ey. Also wenn ich jetzt schon auf meine Uhr gucke, habe ich jetzt schon mindestens 2,5 Stunden gezockt. Mindestens. Also mit den anderen Parts jetzt mitgerechnet. Da würde ich mal sagen, im nächsten Part holen wir uns... Cool. Ich würde mal sagen, im nächsten Part kümmern wir uns erstmal um die Flöte und dann holen wir uns die Ogerin. So, da würde ich auch mal sagen, speichern wir jetzt nochmal hier ganz schnell ab. Spiel speichern, jawohl.
Mal gucken, dass es auch genommen hat. Strandflair. Was ist das? Cool. Alles klar. Und damit schon mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play South Park, den Stab der Wahrheit. Und ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei. Hä, wieso entfreundet? So. Und da würde ich mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play South Park, den Stab der Wahrheit. Und dann wird es mal, glaube ich, langsam mal richtig zur Sache gehen. Ich meine, das UFO ist ja noch da. Wir müssen den Elkor entfreunden, so wie es gerade eben da oben steht. Alter, was geht denn da ab? Spackt jetzt total ab. Und wir, wie gesagt, Stan und dem anderen müssen wir dann noch helfen. Und der gute Karl als Elfenking, der gegen den blutrünstigen Fettarsch antritt, den müssen wir die Gottkids auch noch besorgen. Gut, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Adieu und ciao, ciao.